Und damit willkommen zurück zum neuen Speicherpunkt, zum neuen Part, zum neuen Livestream, zu einer neuen, zu einer Aufnahme. Pumpkin Jack, mein Zwergfürst, hier im Offiziell. Willkommen zurück. Weiter geht's jetzt im Spiel. Weitere Tode und weitere Etappen, die ich hier hinter mich bringe. Willkommen zurück. Da war schon den ersten Tod im Part. Im Stream. Ja. Na toll. Jetzt war ich ein bisschen unkonzentriert. Ich bin hier ein bisschen am Anfang unkonzentriert. Das wird jetzt hier mal nicht ins Wasser springen. Das, komm, das kriegen wir doch schon hin. Im letzten Part schon den Boss besiegt. Das ist jetzt hier. Jetzt stelle ich mich gerade wirklich blöd an. Ich muss jetzt noch ein bisschen reinkommen. Ach komm, nicht Doppelsprung hier. Jetzt wird es aber langsam peinlich. Langsam? Gut. Jetzt müssen wir hier um die Ecke schleichen. Ja, ganz vorsichtig. Immer ruhig mit den jungen Pferden. Jack. Da habe ich über die Kante gehüpft. Ja, Freitagsaufregung. Ich bin schon am Wochenende. So, hier mal ein einfacher Sprung rüber. Und dann hier mal ganz vorsichtig. Immer ruhig mit den jungen Pferden. Nein. So hier hoch. Ganz langsam. Samurai Jack kriegt das hin. Ganz ruhig. Nicht ins Wasser fallen. Vor allem nicht auf dieser Ebene hier. Das war das ganz normale Spiel, wird gespeichert. Okay. Sehr gut. Oha, da werden wir gleich angegriffen hier. Gleich wieder was geschehen. Geht's gleich weiter. Von Action. Von allen Seiten hier. Doch nicht alle auf einmal. Du hast noch viel zu lernen, junger Hüpfer. Das stimmt. Da stimme ich dir zu. Ich habe mal einen Krähenschnabel. Über die Brücke. So, die kann man mal so ausschalten. Nicht. Mal ein paar Punkte sammeln. Heilung. So, wo geht's jetzt lang? Ach so, ja, hier. Da muss die Krähe uns den Weg frei machen. Müssen nicht ausmachen. Jetzt ein Speicherpunkt. Sehr gut. Und da haben wir den Händler schon wieder. Was gibt's zu sehen? Was gibt's zu sagen? Ach, Jack, hier steckst du also. Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich möchte dir von meiner Frau erzählen. Ehrlich gesagt, du bist du mir ziemlich egal und deine Frau erst recht. Aber sie himmelt dich seit Jahrhunderten an. Sie ist dein größter Fan. Erzähl mir mehr davon. Wir sind seit 343 Jahren verheiratet. Seit 343 Jahren schwärmt sie von deinen Heldentaten. Viele Nächte haben wir damit zugebracht, uns von deinen heimtückischen Tricksereien zu erzählen. Sie ist eine mächtige Hexe. Sie hat mich geschickt, um Zutaten für ihr bisher bestes Gebräu zu sammeln. Eine Hexe, sagst du? Die könnte ich gebrauchen. Der Zauberer ist mächtig und gewieft. Vielleicht kann deine Frau mir helfen. Ich bin mir sicher, sie würde liebend gerne helfen. Doch zuerst muss ich die Zutaten für sie beschaffen. Hilf mir,
doch die Pilze für sie zu sammeln. Dann bring ich dich zu ihr. Warum soll ich für dich Besorgungen erledigen? Sag mir doch einfach, wo sie sich aufhält. Nur mein Pferd kennt den Weg. Finde die Pilze, dann lasse ich dich auf im Reiter. Ach, warum halte ich mich ständig mit diesen nervigen Nebenquests auf? Na schön, ich besorge dir diese dämlichen Pilze. Verbindlichster Dank. Ich werde hier an Ort und Stelle auf deine Rückkehr warten. Okay, jetzt werden wir zum Pilzesammler. Na, sehr schön. Wo finden wir diese Pilze? Da zum Beispiel. Und dort. Und da drüben. Auweia. Müssen wir hoch hinaus. Das wird eine spaßige Quest. Und das war ein ganz besonderer Pilz. Halte ich mir jetzt hier mit Sidequests auf. Okay, den Pilz können wir nicht einsammeln. Wie schade. Pilz aufsammeln. Oha, okay. Jetzt haben wir da eine Brücke. Oha, ist ein Zeitpilz. Bah, ist ekelhaft. Wir müssen den Weg wahrscheinlich danach nochmal zurück. Wie es ausschaut. Und da oben ist etwas. Und wie komme ich da hoch? Da oben ist ganz offensichtlich etwas. Kann ich da einen Baum entlang? Da komme ich doch nicht hoch. Was für eine Schande. Ich hoffe, da ist kein Krähenschnabel. Okay, hier haben wir einen Pilz. Vielleicht kommen wir später noch da hoch. Bleibst du hier? Blöde Ratze. Haust ab. So, und nun hier rüber. Hier haben wir einen Pilz. Ach ja, kommen wir doch darüber. Sehr schön. Na toll. Haben wir zu lange Zeit gebraucht. Na komm. Pilzjagd im Sumpf. Sehr schön, haben wir schon einen Titel für den Part. Oder auch nicht. Ach Mensch. Muss man ein bisschen schneller springen hier. Das sind Zeitpilze. Nach einer Weile weg. Na komm. Sehr gut. Und wo jetzt lang? Hier lang. Blöde Ratten hier. Geht's mir weg. So, jetzt muss ich hier lang. Na toll. Wieder unten. Es ist dumm gelaufen. Sprungpilze sind das außerdem. Oh, hallo Modi. Guten Abend, hast ein paar neue Horrorspiele, habe ich gehört. Ja, habe ich auch gehört. Hat mir jemand geschenkt, habe ich gehört. Hab auf Steam 2-3 kleine Spiele von jemandem bekommen. Weiß auch nicht. Habe ich nur so gehört. Ist nur so eine... Sagt man sich. Wer das wohl gewesen sein mag. Hau! Ich wollte gerade sagen, hier nicht runterfallen. Sind wir runtergestürzt. Muss jetzt wieder von vorne oder was? Ach je. Und jetzt? Hier ist ein Krähenschnabel. Immerhin haben wir den jetzt gefunden. Es wäre uns nicht passiert, wenn wir runtergefallen sind. Ja, ich habe mir die Spiele noch nicht so genau angeguckt. Das sind wahrscheinlich hier wieder 40 Cent Spiele. Ich
konnte es mir noch nicht so angucken, weil ich den Stream starten wollte. Tut mir leid, mache ich nachher. Ich habe nur schnell angenommen. Schnell die Spielgeschenke angenommen. Muss man ja auf Stream erstmal annehmen. So. Jetzt mal aber schnell. Wie komme ich denn darüber? Der Bild ist aber ein bisschen weit weg für meinen Geschmack. Ein 3 und keins davon ist 6 Wolf Star. Nee, alle drei Top-Titel, also no joke. Na, ich werde es mir nachher mal angucken. Ich bin gespannt. Dieses Witch Island hieß das, glaube ich, das Spiel. Wie komme ich denn darüber? Das ist immer wieder knapp. Das Witch Island, was du mir mal geschenkt hast, das ist... Also, ich habe das, ich wollte das als fürs Quarantäne-Trash aufnehmen. Ab nächste Woche kommt wieder Quarantäne-Trash auf meinen Kanal. Da komme ich doch niemals rüber. Muss ich mit dem Pilz springen. 70 Misserfolge. 75 toppe ich noch. Von Molly. Das ist... Das wird nix. Also ich wollte das, ich wollte gerade erzählen, ich wollte Witch Island, wollte ich öffnen auf meinem PC. Da ist mein PC abgestürzt. Mein PC hat es nicht verkraftet. Einmal musste ich Kaltstart machen und einmal musste ich hier komplett alles schließen. Einmal Neustart und einmal Kaltstart. Das ist wirklich. Und mein PC kam mit dem Spiel nicht zurecht. Das ist irgendwie. Ein großer Schrott. Witch Island kann ich leider nicht spielen. Ich krieg das mit dem Pilz hier nicht auf die Reihe. Muss wahrscheinlich mittig drauf springen und dann. Ja, sehr gut. Aber jetzt verschwinden die alle wieder. Oh Mann, muss ich mich ein bisschen beeilen. Waren wir hier schon? Ja, hier haben wir uns den Krähenschnabel abgeholt. Moin Noah, willkommen zum Stream. Pumpkin Jack wird weitergespielt. So, den verdammten Pilz jetzt hier mal. Wir sind jetzt hier auf Pilzjagd für den der Händler, der uns dann das Pferd schenken. Oder erstmal reiten lassen. Der will uns das Pferd reiten lassen. Nur für den Pilz sammeln. Das ist hier katastrophal. 77 Tode. Ich habe Mordis Gesamttode im gesamten Spiel schon geschlagen. Da bin ich jetzt schon drüber. So, hops. Ich muss irgendwie in einem Sprung, ich muss da in einem Versuch drüber kommen. Sonst verschwinden die. Das ist der Zeitbild. So, das ist. Wir sind nach einer Weile wieder weg. Ja, komm. Doppelsprung. Ich muss vom Pilz aus einen Doppelsprung schaffen. Das ist hier. Jo. Ich versuch's doch. Ach je, wenn ich jetzt hier schnell eine Pilzen scheitere. 80 Tode. Ja, ich habe mir vorhin ein paar Patzer erlaubt. Dämliche Tode. Das ist doch hier. Ich krieg das nicht gebacken. Das war ein Doppelsprung. Nö. Wir sitzen jetzt hier noch eine Weile an diesen verdammten Pilzen.
Gut, der Doppelsprung ist jetzt hier schlecht. Erstmal einen einfachen Sprung. Dann Doppelsprung. Bei Jump Advance war ich noch nie wirklich der Beste. Ja, das Elend müsst ihr jetzt leider mit anschauen. Mitgehangen, mitgefangen. So, hier nochmal hoch, können wir das nochmal zeigen. Pilz sammeln müssen wir für den. Jetzt hänge ich hier schon wieder fest. Na, schöne Scheiße. Na komm. Und jetzt hier Pilz aufnehmen. Verdammt, wir werden auch noch angegriffen. So, hier sind wir wieder drüben. Heilungspunkte. Und jetzt hier, hops. Verdammt. Da werde ich hier oben wieder belebt. Hoffentlich. Sehr gut. Versuchen wir es daneben. Sprung mal wieder. Das ist doch hier. Zum Schreien. Sorry, das will ich euch wirklich nicht antun. Ich muss. Oh, sehr gut. Wenn ich es dann mal hinkriege, dann sterbe ich bei der zweiten Geschichte hier. Ich glaube, wir gehen mal lieber nicht zum Krähenschnabel darüber. Der liegt auf der anderen Plattform da drüben. Liegt ein Krähenschnabel. Wo müssen wir hin? Wir müssen darüber. Dann geht es dann wieder zurück. Ich glaube, den Krähenschnabel ist das nicht wert. Da müssen wir noch zweimal drauf springen auf dem. Oh, wir können hier auf den Ast springen. Okay, das ist gut. Ich weiß nicht, ob das so soll, aber wir können es. Ich sammle hier Tode. Wir kommen heute noch ins Dreistellige. Hat hier hoffentlich niemand von mir Pro Gaming erwartet. Es zieht sich. Sowas gibt's bei mir halt auch. Solche Parts gab es schon bei Little Nightmares. Ich erinnere an die ganze Stunde, wo wir hier im Kofferhüpfen beschäftigt waren. Kam letztens online der Part. Habe ich eine ganze Stunde vor dem Zweitkanal bis hochgeladen. Wo ich eine ganze Stunde lang mit Müffen beschäftigt war. Hallo Tough Life Stunts GTA 5. Hübscher Name. Nicht. Hat seine Nachricht zurückgezogen. Ja, Skill ist bei mir nicht vorhanden. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Da braucht er mich nicht für anzumeckern. Das lese ich. Schaffst du über den verdammten Blitz nicht drüber. Es ist jetzt hier nichts. Das kann man eigentlich keinem anbieten. Das kann man ja so nicht. Schlimm. Abo dagelassen.
Für diese Leistung, ich glaube es ja kaum. Das war den Abo wert. Dafür. Danke. Danke für das Abo. Besser als ich, sagt er. Gibt also Leute, die schlechter sind. Sich noch schlechter anstellen. Geht das? Das geht? Das bedeutet, die sich bei dem beim Pilzspringen besser schlechter anstellen, meine ich. Das will ich ja kaum glauben. Na komm, wir haben es doch schon zweimal geschafft. Zweimal haben wir es geschafft. Bei 20 Versuchen. Kommt ungefähr hin. Wie gesagt, ich freue mich hier schon wirklich auf den Boss, auf den finalen Bosskampf. Da hat mir Modi ja schon davon berichtet. Der war für Modi selbst sehr schwierig. Ach komm! 100 Mal gestorben! Jubiläum, juhu! Och, hier wieder, das ist doch, Mann, unfair. Krieg ich doch nicht noch mal hin. Ich war doch schon drüben. Hätte man doch ein Safe Point hinlegen können. Bin ich dadurch so eine dämliche Lücke durchgesprungen. Ich blick's auch irgendwie nicht, wie ich da springen muss, damit ich rüberkomme. Also mit zwei Malen geht's. Man auf einem bestimmten Sprung, ich glaube mittig, wenn man mittig drauf springt, dann springt man ganz gut. Aber mittig musste erstmal killen. Und dann Doppelsprung in der Luft. Habe ich doch gesagt. Wir schaffen es heute dreimal. Ich halte meine dreistellig. Schaffen wir heute. Ich halte meine Versprechen. Ja, der Sprung war schon ganz gut. Aber noch nicht gut genug. Wir müssen nur auf dem Rand landen, dann haben wir es hier. Das geht wahrscheinlich noch besser, aber. Nee, das war zu kurz der Sprung. Nee, ich bring mich lieber um. Lass den ganzen Weg dann nochmal vor uns machen. Lauf auf den Pilz. Wenn du meinst. Ich will deinen Namen nicht mehr vorlesen. Hm, ist ein guter Tipp. Herzlichen Dank. Oh, jetzt brennst du auch noch. Kurze Pause. Und hier. Oh. Na komm. Ist hier dran vorbei. Sehr gut. Haben wir es geschafft. Hier noch ein Pilz. Nice. Hier gibt es einen Checkpoint. Speicherpunkt. Spiel wird gespeichert. Wo uns trinken. Hier müssen wir wieder unseren Kopf werfen oder was? Den einen Krähenschnabel habe ich bewusst liegen lassen. Und weil ich das nicht, weil ich dafür nicht springen wollte. Hat sich nicht gelohnt. Danke für den Tipp. Tough Life Stunts GTA 5. Bezeichnender Name. Lassen wir die Fetzen fliegen. Okay. Pilze sammeln. Warte mal kurz, können wir da kurz einen Screenshot von machen? Kürbis auf den Pilz. Ich brüte den Pilz aus. Könnte ein schöner Desktop-Hintergrund werden. Und was nun? Was ist jetzt meine Aufgabe hier? Passiert irgendwas? Ach du Scheiße, nein, bitte nicht. 2, 3, 1. Ach, das merke ich mir niemals. 1, 2, 3. 3 dort drüben. 1 dort drüben.
zwei, drei dort und eins dort. Eins, zwei, drei. Ich versuch's. Eins. Eins, zwei, drei. Und den noch einmal, oder? Nice. Haben wir geschafft. Habe ich mir gut gemerkt. Und wieder eine bekannte Musik. Classic. Errungenschaft reingeschrieben, MC Schumacher. Schumacher. Coole Errungenschaften hier. Die Steam Achievements haben es drauf. Ein grüner Pilz. Das Ganze jetzt für den einen Pilz hier oder was? Die ganze Mission hier. Mozarts Musik. Ja, so sieht's aus. Jetzt habe ich den Text überlesen. Wegen dir. Mann. Nee, nicht wegen dir. So, jetzt holen wir uns das Pferd. Jetzt kriegen wir mit das Pferd hier. Hat er versprochen. Ah, ganz vorzüglich. Ein solch großer Pilz. Den habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Aber vielen Dank, Jack. Die Geschichten werden dir wahrhaft nicht gerecht. Ja, ja, ich weiß. Ich bin spitze und jetzt hole den Gaul ran. Oh, aber sicher. Er kennt den Weg sehr gut. Sitz einfach auf und reite auf seinem Rücken davon. Das wird doch wieder eine Schreckensfahrt hier. Müssen wir auch wieder steuern, wie wild. Wird gespeichert. Springen müssen wir. Ja. Wird wie die Lorenfahrt hier eine Ausweichgeschichte. Schwung. Autsch. Voll in die Mauer rein. Ist doch bestimmt auch eine bekannte. Nee, ist keine bekannte Musik, das Jack Soundtrack. Nein, nicht in die Mauer rein. Böses Pferd. Aus. Nicht einfach in Mauern reinrennen. Und die Landschaft gefällt mir hier. Oha. Da muss ich mit dem Steuer noch ein bisschen umgehen. F28. Wir müssen steuern müssen wir hier auch noch. Das ist das Blöde hier. Mit WASD. Nur WASD und die rechte Maustaste. So eine hohe Kunst ist das nicht. Das richtige Timing ist hier eher die Kunst. Ja, komm. Durch die Lüfte. Na komm. Dafür fehlt man echt den Winkel hier. Jetzt muss wieder gelüpft werden. Hops. Muss ich hier bloß nicht gegen rennen. Scharfkurve? Nee, so scharf ist die nicht. Oha, an Bäumen vorbei. Bin ich fast gegengeprallt. Bis jetzt sind wir doch gut dabei. Na komm, hier einmal rum. Sind wir da? Ah, die Zielgerade. Ja, haben wir es geschafft. Sehr gut, Errungenschaft freigeschaltet, Ghost Rider. Nicht Ghost Rider, sondern Ghost Rider. Ghost Rider ist was anderes.